Puder auflegen, schminken, damit du auch fernsehgerecht dastehst. So. Kann ich? Ja, ne? So, jetzt reinlaufen. Ja. Ach so, ja. Oh ja. Das kommt alles ins Video. Wie war das bei Lorio? Ja, na, guten Tag. Ich bin Olive. Ja, moin. Ich bin Jonas. Ja, hallo. Ich bin Dieter. Hallo, ich bin Detlef. Hallo, ich bin Sophie. Wir sind die Crew der Iguazu. Ich gehöre zu dem Medienteam, das heißt, wir rennen hier die ganze Zeit übers Boot und filmen, wenn wir auf dem Wasser sind. Und wenn wir an Land sind, dann laufen wir auch mit der Kamera durch die Gegend und filmen alles und jeden. Filmen, rumliegen, das, die Sonne genießen, falls sie da ist. Und ja, ne? So ein bisschen segeln lernen auch. Ja, meine Aufgabe am Boot ist es, ein bisschen den Medizinmann zu spielen und das Bindeglied zwischen den Leuten, die das Schiff hauptverantwortlich segeln und den Leuten, die auf dem Schiff hauptverantwortlich filmen zu sein. Denn ich kann beides so halb, so eigentlich ja so ein bisschen. Meine Aufgabe ist, hier als Skipper zu arbeiten. Okay. Und was heißt das? Das heißt, dass ich hier für Sicherheit zu sorgen habe. Ja, ich bin so stellvertretender Skipper, könnte man sagen. Okay. Das heißt, ich gucke ein bisschen nach der Navigation und ja, dass nichts schief läuft. Ich mache normalerweise hier nicht sauber. Also das überlasse ich der Crew. Ich lasse Detlef nicht davon kommen, sich vom Spülen zu drücken. Denn hier machen alle sauber. Außerdem bin ich der Medizinmann. Ach Gott. Ich mache euch keine Konkurrenz als Mediateam und versuche euch möglichst auch ein bisschen an der ganzen Segelei zu beteiligen, aber nicht machen. Hm? Eigentlich Mädchen für alles. Ich trinke meistens sehr wenig, weil ich den Toilettengang auf dem Boot vermeiden möchte. Und natürlich versuche ich nicht im Weg rumzusitzen oder liegen oder zu stehen. Ich versuche nicht runterzufallen und nicht ins Wasser zu fallen. Ich versuche nicht im Weg zu stehen. Ich fasse möglichst keine Leinen an, von denen ich nicht weiß, wo sie hinführen. Nee, ich kann nicht segeln. Aber ich habe es ein bisschen gelernt, beziehungsweise die Begriffe auch ein bisschen. Das war jetzt das erste Mal, dass ich auf dem Segelboot war. Und jetzt kann ich es ein bisschen unter der Anleitung von Jonas, aber ich kann es eigentlich nicht wirklich, nein. Ja, ich kann segeln. Wir haben waren mit der Familie mal ein bisschen unterwegs und ich habe natürlich im Greifswalder Hochschulsport den Jollenkurs gemacht und dann auch den Führerschein in Greifswald. Also den Sportbootführerschein Binnen- und See, Motor und Segel. Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Ich bin irgendwann in Rente geschickt worden und das ist dann irgendwie langweilig, nur Haus und Garten, und habe gesehen, mein Sohn, der damals noch studierte, hat einen Bootsführerschein gemacht. Ich fand das ganz spannend, vor allen Dingen diese komischen Ausdrücke, die da immer benutzt wurden. Und dachte, das ist eine Herausforderung, da kann man noch was Neues lernen und wird ein bisschen beschäftigt. Ja. Und inzwischen habe ich mehr Bootsscheine als er, aber gut. Rein zufällig, weil meine Eltern damit angefangen sind und das hat sich so in der Familie weiterentwickelt. Und ich mache das schon einige Jahrzehnte. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich auf dem Wasser bin, mit netten Menschen zusammen bin und dass wir heil ankommen. Mein Fazit zu Rallye ist, dass es sehr, sehr cool war, mit dieser Crew so lange unterwegs zu sein, dass wir echt cool zusammengewachsen sind und dass Segeln tatsächlich richtig Spaß macht. Also am Anfang dachte ich, okay, das ist wie Campen auf dem Wasser, das ist eigentlich eher langweilig. Aber es ist ziemlich cool, Zeit mit sich selbst zu verbringen und einfach mal die Ruhe zu genießen. Ich fand, es war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Ja, es war eine schöne Angelegenheit. Man hat viel gesehen, es war traumhaftes Wetter. Und wenn man dann nun die stolz gebähten Segel im Wind sieht, dann möchte man eigentlich nicht so richtig von Bord gehen. Aber es muss sein. Also ich könnte noch ein bisschen so weitermachen. War sehr cool. Das Programm war ein bisschen voll. So jeden Tag. Ein bisschen anstrengend, glaube ich auch. Besonders, wenn man ein kleineres Boot hat, als wir es haben. Und tatsächlich auch richtig segelt und nur zu zweit ist. Ansonsten eigentlich sehr schön. Vielleicht lieber ein bisschen weniger und dafür etwas ausführlicher die einzelnen Sachen.
Und ansonsten habe ich sehr viel Lust, wieder mitzufahren. Und ich möchte eigentlich auch nicht, dass es endet. Und eigentlich möchte ich gerne so weitermachen. Ja. Och, war ganz lustig. Es war sehr abwechslungsreich, weil die Zusammensetzung des Teams ein bisschen ungewöhnlich war, aber das war spannend. Und was ich auch sehr cool fand, ist, dass wir so viele coole Leute kennengelernt haben. Auch gar nicht in unserer Altersklasse, so 20-Jährige, weil es gibt hier irgendwie außer uns nicht so viele. So ungefähr, gar niemanden. Aber es war sehr cool und ja, kann man mal machen, ne? Achso, warte, ich will noch aus dem Bild gehen. Danke. Bitte. Hm? Bist du auch zufrieden oder möchtest du noch was anderes erzählen? Nö. Ich muss ja für Sicherheit sorgen. Okay, danke. Cool. Gerne. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich ein Bild bin, ehrlich gesagt. Bist so viel ohne Kopf. Das ist ein Bild. Also, so ist eigentlich, finde ich, ganz, ganz. Und ist scharf? Wolltest du uns jetzt scharf stellen, ja? Ja. Na, dann mach. Ich bin groß, das passt. Ja. Also kann ich mir. Nee. Durchaus. Olive, kannst du vielleicht nochmal über die Linse wischen? Da ist so ein richtiger Flatschen drauf. Ah, gut, den will Weile haben. Gut. Überschlägt man so die Beine nehmen, das macht ja, du musst die Beine ja lassen. Am liebsten unter andere Leute Tisch. Okay. Ja. Okay, Kinders. Oh, es läuft ja schon. Ja. Dann machen wir jetzt 3, 2, 1 und dann sagen wir Satz. Habt ihr verstanden? Das wird super. Wir sind die Crew der Iguazu.